Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Themenwoche Social Trading hier im DRF. Das ist die zweite Sendung zum Thema. In der ersten Sendung haben wir schon quasi so ein bisschen die Grundlagen gelegt, haben uns das große Ganze angeguckt. Was ist Social Trading? Worauf muss man hier achten? Was sind die Möglichkeiten? Jetzt gehen wir so ein bisschen noch mehr in die Tiefe, aber natürlich klären wir den Begriff auch noch mal ganz genau. Und dazu begrüße ich weiterhin bei mir im Studio Sarah Brilewski, Geschäftsführerin von Aiondo. Hallo, Herr Frau Gräber. Wir haben es im ersten Teil natürlich schon angerissen, aber für Zuschauer, die den ersten Teil jetzt vielleicht verpasst haben, trotzdem noch mal ganz kurz, was ist jetzt Ihre Definition, auch die Aiondo-Definition von Social Trading? Also eine Social Trading-Plattform, da treffen sich Trader, die Performance ertraden auf der Plattform selber. Das heißt, man hat einen Track Record, kann sich die Historie angucken von den Tradern. Die stellen sich da mit allen ihren Trades, die sie machen, ihrem gesamten Risikoprofil. Und auf der anderen Seite haben wir Anleger, und zwar Privatanleger auf der Suche nach Rendite, nach einer transparenten Art der Geldanlage. Und dort auf der Social Trading Plattform kann man sich dann als Anleger den Tradern anschließen, ihre Trades kopieren und automatisch auf dem Konto ausführen lassen. Also automatisch bedeutet, wenn ich mich quasi einem Trader anschließe, dass ich wirklich in dem Moment, in dem der seinen Trade macht, geht das bei mir quasi auch oder ist das zeitverzögert? Nein, ganz genau. Also in dem Moment, wo Sie sagen, ich möchte mich diesem Trader anschließen, alle seine Trades sollen automatisch bei mir auf dem Depot ausgeführt werden. Dann werden Sie noch einmal gefragt, ob auch die bestehenden Trades dazu gehören sollen. Und dann alle folgenden Trades, die der macht, werden automatisch bei Ihnen zeitgleich passieren auch. Jetzt haben wir quasi schon einen Schritt vor, wenn ich mich jetzt quasi schon für einen Trader entschieden habe und jetzt sage, oh, den finde ich super, dem will ich jetzt quasi folgen, ich bin Follower für diesen Trader. Aber wie finde ich jetzt die richtige Strategie oder den Trader, der zu mir passt, wenn ich mich für das Thema interessiere? Also bei uns auf der Plattform gibt es zum Beispiel über 1000 Trader. Da muss man natürlich so ein bisschen Struktur und Hilfe anbieten für den Anleger, dass er auch den richtigen Trader findet. Das ist schon richtig. Bei uns gibt es eine Trader-Karriere, die ist so ein bisschen, dient als Qualitätskontrolle auch ein Stück weit für die Trader, aber auch als Orientierungshilfe für Anleger. Machen Sie auch mal eine Grafik. Genau. Das sind 5 Stufen, die ein Trader durchlaufen muss. Und er beginnt beim Street Trader und die höchste Stufe ist dann das Institutional Trading. Und da, ich sag mal eben, die ganze Laufbahn dieses Traders dauert dann ein Jahr. Das heißt, wenn ich mich in den obersten 3 Stufen dieser Trader-Karriere befinde, dann habe ich schon mal ganz schön was geleistet. Dann habe ich gezeigt, dass ich auf lange Sicht kontinuierlich Performance bringen kann. Und ich habe meinen Trading-Stil unter Beweis gestellt. Und somit haben Anleger auch die Möglichkeit, so ein bisschen einzuschätzen, was ist das für ein Trader. Und dann muss ich als Anleger auch gucken, was handelt denn der Trader für Basiswerte? Fühle ich mich damit komfortabel? Ich kann seine Strategie sehen. Ich kann sozusagen jeden einzelnen Trade kann ich mir angucken im Detail. Und kann jeder, der sich dafür berufen fühlt, quasi erstmal Trader werden und muss sich dann eben entsprechend auf der Karriereleiter dann hochtraden? Genau, jeder, der Spaß daran hat oder das vielleicht schon mal beruflich gemacht hat, das gibt sehr viele Trader, die das ehemals beruflich gemacht haben. Bei uns kann sich anmelden, kann sein Trading-Können unter Beweis stellen, muss er dann auch natürlich langfristig. Und so kann ich sicher sein, nur Trader, die lange dabei sind, da immer wieder dran sind, die finde ich dann auch in den obersten Karrierestufen. Schauen wir uns hier auch mal die Ranglisten an. Also so kann das dann aussehen, finden Sie Ihren persönlichen Top-Trader. Hier kann ich mich dann quasi so ein bisschen an seiner Karrierestufe orientieren? Kann ich dann auch gucken, wie sieht es bei ihm die Vola aus? Ist auch so, wie viele Follower er hat, dann quasi so ein Qualitätskriterium? Oder kann man da sagen, gut, die Vorsichtigeren, die vielleicht nicht so ins Risiko gehen, die sind vielleicht dann nicht so spektakulär und dann vielleicht weniger Follower? Na, am Ende ist immer spektakulär derjenige, der die Performance bringt. Also von daher ist das, diese Ranglisten kann man filtern, da kann man sich angucken, welche Trader sind die erfolgreichsten, wie lange ist ein Trader dabei, was ist das maximale Drawdown, also der maximal ertradete Verlust, den er je erlitten hat, wie sieht sein Chart aus, das können wir hier auch sehen, das ist ja auch wichtig, so das Gesamtbild. Einige Trader haben Bilder eingestellt, einige haben ihre echten Namen, einige haben einfach nur Synonyme. Und dann sehe ich auch, wann er den letzten Trade gemacht hat. Und dann kann ich ein bisschen einschätzen, wie aktiv ist der Trader und kriege so ein bisschen mehr Informationen. So, dann haben wir einen hier in der Rangliste. Den haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt. Richtig. Genauer gesagt, sein Trading-Profil. Was sagt mir das jetzt? Wie muss ich das lesen?
Sie sehen zum einen die Karrierestufe, die er innehat. Das ist nun ein Trader aus dem höchsten Level der Paternicus. Sie sehen die Performance seit seinem Beginn bei Ayondo, was sehr wichtig ist. Sie sehen die Anzahl Trades, die er gemacht hat. Und sehr interessant einfach auch für andere Follower, wie viele Follower folgen ihm. Und da kann man schon ganz klar sehen, das verteilt sich sehr auf die obersten drei Karriereleveln, weil einfach die Leute sich natürlich ein bisschen komfortabler fühlen mit Tradern, die sich länger unter Beweis gestellt haben. Ich kann mir angucken unter Transaktionshistorie, welche Trades einzeln er gemacht hat. Also das ist, also transparenter geht es eigentlich nicht. Jeden einzelnen Trade, ob er den nun mit einem Take-Profit geschlossen hat oder ob er ausgestoppt wurde. Von daher kann ich sehr gut einschätzen, wie so sein Handeln ist. Mhm. Das ist jetzt quasi noch das weitere Profil. Es hat quasi nicht auf ein Slide gepasst, genau. Von hier Paternicus. Also da kann ich dann quasi auch sehen, was er handelt, wo er so. Ich kann hier sehen, in einem Tortendiagramm, welche Basiswerte er handelt und kann mir so ein bisschen aussuchen, welche Trader zum persönlichen Anlageprofil auch ein Stück weit passen. Mhm. Ich habe genau aufgesplittet, welche Monate er profitabel war und welche nicht. Also alles, was ich eigentlich wissen muss, ist auf diesem Profil des Traders und ich kann mir halt einen Trader aussuchen als Anleger. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ich suche mir bis zu fünf Trader aus, um einfach das Risiko ein Stück weit zu streuen. Ja, Risiko ist natürlich auch sowieso ein wichtiges Thema. Also jetzt haben wir die Trader-Sicht. Also man kann, wenn man sich dazu berufen fühlt, Trader werden, muss ich dann hier entsprechend hoch traden. Als Follower kann ich mir einen Trader aussuchen oder mehrere. Wie gehe ich aber generell mit dem Thema Risiko um? Also weil generell könnte man ja auch sagen, ich folge jetzt hier jemandem, da sehe ich es sehr transparent. Ich könnte natürlich auch sagen, ich gebe mein Geld einem Fondsmanager. Also wo sind jetzt quasi Vor- oder Nachteile von einer eher so konventionelleren Anlageform zu jetzt Social Trading? Social Trading ist natürlich eine sehr moderne Form der Geldanlage und auch ein Stück weit selbstbestimmt. Also in dem Moment, wo ich meinem Geld einem Fondsmanager oder einer Vermögensverwaltung gebe zum Beispiel, gebe ich sie aus der Hand. Aber beim Social Trading ist es so, dass ich jederzeit eingreifen kann. Also ich kann den Trader beobachten und in dem Moment, wo mir ein Trade nicht gefällt oder wo ich merke, der hat gerade eine schlechte Phase, kann ich eingreifen. Ich kann sogar sagen, der Trader ist super, aber jedes Mal, wenn er Euro-Dollar anfasst, klappt das nicht. Dann kann ich sogar einzelne Trades, einzelne Basiswerte ausblenden. Also ich kann mein Trader-Portfolio eigentlich aktiv managen. Und das ist eigentlich auch genau der Unterschied. Social Trading ist gut für Anleger, die nicht so viel Zeit selber haben zum Traden, aber schon auch durchaus mehr aktiv am Ball bleiben können. Ja, muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil vorhin hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass es eben automatisch, also wenn ich einem Trader folge, dass automatisch seine Trades quasi dann auch meine Trades sind. Das kann ich aber dann eben auch im Einzelfall aushebeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Ganz genau. Ich kann sagen, alle Trades, die er macht, sollen auf meinem Konto automatisch passieren. Mhm. Dann muss ich nichts mehr machen. Einfach außer natürlich so ein bisschen gucken, ob das noch weiterhin funktioniert. Aber ich kann auch genauso gut sagen, ich habe noch Stellschrauben und kann Trader hebeln oder Hebel verringern. Und von daher ist das eine aktive Art der Geldanlage, wo ich auch eingreifen kann. Das ist ein großer Unterschied. Plus Social Trading kann man ab 100 Euro probieren oder ein Depot aufmachen. Bei einer Vermögensverwaltung sind die Beträge natürlich wesentlich höher. Wie sieht es, also bei Vermögensverwaltung, klar, da ist man mit 100 Euro nicht so schnell dabei. Wie sieht es jetzt aber hier in dieser Art des Anlegens mit Gebühren aus? Die Gebühren im Falle jetzt von Ayondo sind so, dass Händler, also die Top-Trader und auch die Follower zu den gleichen Konditionen handeln. Das heißt, die Performance, die wir uns gerade angeguckt haben bei dem Top-Trader, die ist netto, da sind die Gebühren schon weg. Und das, was ich da sehe, das ist auch das, was auf meinem Konto passiert. Denn unsere Gebühren ist die Geldbriefspanne, das Kaufen und das Verkaufen, der Unterschied, quasi der Spread zwischen den Preisen. Da sind auch die Gebühren für das Social Trading schon mit drin. Das ist halt ein Tick weit größer, als wenn man den Handel alleine betreibt. Aber damit sind die Gebühren auch abgedeckt und ich habe keine unangenehme Überraschung. Wieso jetzt gerade über CFDs? CFDs ist halt einfach ein sehr, sehr praktisches Instrument, sehr flexibel und sehr kostengünstig. In dem Moment, wo der Anleger natürlich ein kostengünstiges Instrument sucht für die Geldanlage, muss ich das auch abbilden können. Also CFDs sehr, sehr kostenschlank, sehr, sehr transparent und flexibel. Aber jetzt auch nicht unriskant. Also, nein, natürlich auch nicht unriskant. Wie muss man dann auf Risiko achten oder wie geht Ayondo auch mit dem Risiko um? Also zum einen haben Sie die Möglichkeit, was sehr schön ist, wenn Sie auch gerade beim CFD
bruchteilartig zu handeln. So haben Sie, selbst wenn Sie mit 100 Euro handeln und der Trader vielleicht mit 1.000 oder 10.000 Euro, prozentual die gleiche Performance. Das kriegen Sie eigentlich mit kaum einem anderen Instrument hin. Und dann muss ich halt sehen, dass ich mein Konto, wir haben beim Social Trading eine Stop-Loss-Schwelle fürs ganze Konto eingebaut, so dass ich einfach weiß, ich habe jetzt ich kann mein Risiko begrenzen. Das ist natürlich wichtig, weil sonst ist das natürlich kein massenkompatibles Produkt. Und so stelle ich meine Stop-Loss-Schwelle selber ein. Kann zum Beispiel sagen, mein 1.000-Euro-Depot soll bei 900 oder 800 auf jeden Fall ausgestoppt werden. Dann trenne ich mich direkt von dem Trader, sobald diese Schwelle erreicht ist. Da haben wir jetzt schon über sehr viele interessante Dinge gesprochen. Wir sind jetzt allerdings schon am Ende der Zeit, aber wir haben ja noch eine Sendung. Da können wir dann noch ein bisschen genauer in die Tiefe gehen und dann wirklich ganz konkret die Vorgehensweise, wenn mich das interessiert, wie muss ich dann vorgehen, worauf muss ich eben zum Beispiel auch bei der Risikominimierung achten. Da reden wir jetzt aber in einem weiteren Teil. Für den Moment sage ich schon mal vielen herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, also Sie merken, da gibt es auch jede Menge Redebedarf. Und falls Sie auch Redebedarf haben, Sie können uns jederzeit Fragen oder Anregungen schicken an themenwoche@drf.fm. Und in der letzten Sendung in der Themenwoche bemühen wir uns dann, die zu beantworten. Bis dahin, machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.